Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Against the Storm, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht wieder weiter. In der letzten Folge haben wir unsere -6 Ungeduldsmission erfolgreich bestritten. Dann kommen wir jetzt hier nochmal dran oder ist es wieder Neues? Rituelle Stätte der Fischmenschen. Hat einen Malus, diesen Fisch. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, wir haben das erfolgreich geschafft. Jetzt sind wir kurz vor diesem Sturm. Und ich ralle jetzt aber noch nicht. Wenn ich jetzt eine neue Siedlung anfange, hier steht bis zum nächsten Sturm 2 Jahre. Wird das dann mitten in der Siedlung abgebrochen? Oder wie ist das? Und hier, das verstehe ich auch noch nicht. Ich habe jetzt da diese 8 Siegelfragmente und hier steht, sind nötig, um am Ende jedes Zyklus in den versiegelten Wald zu gehen und die uralte Siegel wiederherzustellen. Kann ich jetzt in den Wald gehen oder was? Und wenn ja, wo? Um das herauszufinden, müssen wir jetzt eigentlich noch eine Siedlung starten. Die Frage ist, was starten wir? Längst ein Überrest längst vergangener Zeiten, in den königlichen Archivisten auf der Suche nach Wissen in Selbstwissenschaft gezogen sind. Einer deiner anfänglich gewählten Entwürfe wird durch eine Wildcard ersetzt. Du kannst aus allen freigeschalteten Entwürfen einen Entwurf auswählen. Okay. Das ist natürlich nice. Gibt auch ordentlich Brote, dann gehen wir jetzt hier hin. Was, warte mal, noch zurück? Ist nur das einzige Feld da dran, naja. Dann gehen wir jetzt hier hin. Was soll das denn? Auf jeden Fall Biber, auch wenn es einer weniger ist. Wir nehmen eh hier die 3 noch mit. Was heißt das denn jetzt? 4 plus 4? Kann ich auch nur jetzt einsetzen. Ne? Das Gute ist, dass wir das jetzt machen. Aber einiges jetzt hier am Start. Nicht schlecht. Ja, ziehen wir los, oder? Schauen wir mal, ob das jetzt irgendwann abgebrochen wird oder ob ich die jetzt zu Ende spielen kann, die Runde. Ach nee, das ist jetzt hier, oder? Nur in dieser Runde ist das, glaube ich, so. Was hier noch? Plus 3 auf Nieselwerf. Okay. Oh, das ist aber gut. Das heißt, wenn ich jetzt... Ich kann jetzt schon einen Entwurf von allen auswählen. Egal was. Ich muss gerade nochmal überlegen, wo sind wir hier nochmal? Durchschnittsmenge. Ich würde ja sagen, hahaha, schwierig, das ist sehr schwierig. Ich tendiere ja am meisten hier so Richtung Kleinfarm, Ranch, Plantage, halt diese üblichen Sachen. Vielleicht sogar Waldarbeiterhütte, weil kristallisierter Tau herzustellen, natürlich auch nicht schlecht. War hier, Semin.
Schwierig. Aber ich nehme die Kleinfarm. Ja, ihr guckt doof, ist so. Ich will Getreide produzieren, Freunde. Ah, das war jetzt nicht eins zusätzlich, ne? Was ist das? Hä? Weil der Biber drin arbeitet? Sonst haben doch die Echsen hier drin gearbeitet und da gab es immer einen Spezialisierungsbonus. Versteht das wieder jemand? Ich tu's nicht. Aber ist mir jetzt auch egal. Dann arbeitet jetzt hier ein Biber. Ich habe ja eh keine Echse. Ja, dann los. Wohin geht's? Alter, jetzt haben wir hier wieder nur. Warte mal noch so mit dickem Wald. Haben wir noch Pilze? Und Fasern. Keine Steine und nix. Wir warten auf jeden Fall erstmal wieder die. Ich lasse den Biber natürlich da drin arbeiten, ne? Wäre dumm, wenn nicht. Gucken wir mal, was wir auswählen könnten. Oh, hier ist die Waldarbeiterhütte tatsächlich. Ich glaube, die würde ich auch ohne zu gucken nehmen. Oder halt das Trapperlager. Da müssten wir abwarten. Mehl müssen wir herstellen. Wir haben hier die kleinen Dings da. Allerdings wäre Werkzeuge natürlich jetzt auch nicht schlecht, jetzt wo wir die Tau-Dings haben. Allerdings ist das auf 1, ne? 1 Werkzeug. Mäntel auch immer gut. Warte mal gerade. Alle drei. Da hilft mir ja fast nichts. Ich muss Mäntel herstellen. Oder ist jetzt einmal zurück. In der Hoffnung, dass wir noch den noch besseren Mäntelhersteller kriegen. Oh, was kann auch wieder komplett in die Hose gehen. Wobei wir noch recht am Anfang sind. Jetzt haben wir immerhin die Schmiede. Und die Regenmühle. Machen wir das. Jetzt haben wir keine Hakenprobleme mehr. Jetzt schon. Das ist doch gut. Seemark gibt's hier, ne? Das ist nicht schlecht. Das wird irgendwann zur Problematik. Das ist eigentlich auch ganz gut. Und scheint mir. Kann ich hier wieder nicht einschätzen. Ich glaube, ich warte erstmal. Ich stelle ja gerade eh nichts davon her. Wieso kann ich das eigentlich nicht zurücksetzen? Ich hatte das doch jetzt wirklich. Oder nicht? Oder habe ich das wieder nicht gewählt? Ich weiß es nicht. Vergesst das immer.
brauche die primitive Werkbank mal wieder. Menschen- und Biberhäuser habe ich, oder? Ja. Und Echsen ja auch mittlerweile, gut. Ach mein Gott, ich klicke immer hier drauf. Plus 2 Mehlproduktion. Mama. Dann ist wieder Handelsgedöns. Plus 1 Bretter. Plus 1 Bretter finde ich sehr, sehr gut. Haken brauchen wir nicht unbedingt. 2 Leute ist natürlich auch nicht schlecht. Aber wir nehmen das. Plus 1 Kupfer. Eine. Wir produzieren überhaupt kein Kupfer, also bringt mir das nichts. Ist natürlich einfacher das andere, aber. Das ist mir egal. So, hier haben wir überhaupt Leute? Nee, nicht wirklich, ne? Baufritzen wollen wir schon. Ja, hier wird direkt erstmal produziert. Neben Stein auf jeden Fall erstmal alles da. Das heißt, Ziegel können wir machen. Stoff können wir machen. Und dann ist halt die Frage, ob ich jetzt schon den Regenkollektor baue. Schnellstmöglich. Kann ich den verschieben? Nicht sicher. Den baue ich ja eigentlich immer gerne abseits, weil da müssen wir nichts transportieren. Muss aber eh jemand drin arbeiten, also habe ich jetzt gerade eh nicht. Aber die Häuser können wir schon mal platzieren. 2 Menschen und 2 Biberhäuser. Passt. Ich brauche Biber, ey. Ja, dichter Wald überall drumherum. Schon krass. Dass man hier mal zu den Lichtungen kommt. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir noch Jahr 1. Ne? Eigentlich müsste ja in Jahr 3 das Ding hier abbrechen, oder? Wenn das stimmt. Mit dem Zyklus und so. So Eier, ne? Zum Glück haben wir keine Echsen. Also Fleischproduktion ist nicht so wichtig. Ja, wobei Dörrfleisch essen die, ne? Die Harpien hier. Da muss man gucken. Ich weiß gar nicht, Pastete? War das aus Fleisch oder war das aus Beeren? Keine Ahnung.
hat jetzt. Ja, die muss doch irgendwas gemacht haben in letzter Zeit. Hat die jetzt nur Ziegeln gemacht? Ich wähle jetzt aus. Das. Bei Bernstein kriegen wir eigentlich genug. Sobald mal unsere Produktion von Werkzeug läuft, haben wir eigentlich genug Bernstein, oder? Was hier passiert. Wir werden jetzt hier, jetzt sind zwei Bretter mal drin. Kommen aber irgendwie keine neuen Leute. Was ist hier los? Der Malus ist aber nicht so geil, ne? Für die Harpien. Wir müssen sowieso den Sturm erstmal abwarten, aber hier. Aber fünf neue Leute hätte ich ganz gerne, ehrlich gesagt. Wir machen das, kostet nichts. Die ersten Felder sind auch da. Und wir bräuchten das große Trapperlager. Was? Ist das genau dasselbe, oder? Das ist haargenau dasselbe. Bis aufs Öl. Ja, ey, was soll's denn? Das ist ja Schmarrn. Egal, kriegen wir 10 neue Leute. Besser als nix. Soll ich das nacheinander machen? Schon, ne? Das erdet sich. Ja, dann ist das hier zu früh. Fällt immer lieber weiter. Die Harpien haben hier gerade ein Problem. Zumindest solange das hier aktiv ist. Scheiße. Das war ein Fehler, das zu früh abzubrechen. Die Bewohner der Siedlungen sind näher zusammen. 10% durch eine meiner Entschlossenheit. Das war jetzt wahrscheinlich ziemlich wichtig. Aber das hier ist auch ganz geil. Du kannst aus allen freigeschalteten Entwürfen einen Entwurf auswählen. Das mache ich.
Zweimal in dieser Mission. Ah, jetzt müssen wir nur mal überlegen. Wir haben den Waldarbeiter. Wir haben schon die, ne? Ja, die Kleinfarm. Was wir nicht haben, ist Kleidung. Kleidung, Freunde. Warte mal. Und Mehl. Mehl haben wir auch noch nicht. Aber ich finde das mit der Kleidung tatsächlich ziemlich wichtig, weil alle drei Spezies hier wollen Kleidung. Und dann haben wir den besten Kleidungsmacher. Wobei wir natürlich eigentlich vorne anfangen sollten und erstmal gucken sollten, dass wir gut Stoff herstellen könnten. Womit der Weber gemeint ist. Weil ohne Stoff ist natürlich auch nichts. Wenn wir gerade gucken, das ist Pflanzenfasern. Ja, sollte eigentlich genug da sein. Also ich mache jetzt, glaube ich, Stoff. Ich mache tatsächlich den Weber. Ich habe irgendwas, was... Zwei. Gibt es eigentlich irgendwas, was Stoff und Kleidung herstellt? Nee, ne? Kann sein, dass es irgendein Gebäude gibt, welches ich gar nicht kenne oder so. Ich mach den Tuchmacher, weil Stoff können wir ja theoretisch herstellen, dann muss es halt in der beschissenen Rate ist es dann halt, aber dann ist das eben so. Wir schauen mal. Scheiße. Kann ich da irgendwas machen, um die Harpiens so glücklich zu machen? Da lief nämlich jetzt eine. Wahrscheinlich nicht, ne? Ich wüsste gerade nicht was. Schiesel. Die zweite wird auch noch lieben. Das wird nämlich nicht zeitig fertig. Aber gut, wir kriegen eh fünf neue. Was soll's. Ist blöd, aber kannst du nicht ändern. Was haben wir hier eigentlich? Clanhalle steht hier rum. Und eine Ranch. Auch nicht schlecht. Das haben wir noch gerade so gerettet. Das haut schon ziemlich rein hier am Anfang. Hm.
Das hier ist so Handelsgelöt. Aber das... Das ist alles so Handelsscheiß. Hör mal auf mit deinem Dreckshandeln hier. Mein Gott. Ist das jetzt mal fertig hier? Ey, meine Fresse, ihr braucht ja ewig. Vor allem ist das da oben nochmal und wir müssen das auch demnächst machen. Ich brauche normale Unterkunft für die Harpien. Fertig? Oh, ein Glück. Wie kriege ich die jetzt auf 6 hoch? Tatsächlich mit normalen Gebäuden, ja. Dann können wir es jetzt machen. Was kommt als nächstes? Sag mal. Habe ich die kleinen gebaut, ich doof. Trottelbrilli wieder aktiv hier. So sind die. Das ist aber jetzt Hass, ne? Vor allem brauche ich einen guten Brettermacher, ey. Daran hätte ich mal denken sollen, eben an dem Auswahlbildschirm. Clanhalle war Religion, Schlägereien. Die Harpien gerne schlagen. Religion ist tatsächlich nur für die Menschen. Ich meine, es ist auf jeden Fall gut, sie zu haben. Aber ist natürlich auch teuer, ne? Biber haben wir, wo sind denn die anderen beiden? Einer hier. Einer muss noch irgendwo rumjuckeln. Ach, hier.
So, wir haben mal durch hier. Na, endlich. So. Ja, die Folge ist auch zu Ende, Leute. Ja, spannend. Haben wir schon? Ja, ne, wir haben ja zwei. Theoretisch müsste es dann nach dem Jahr abbrechen hier, weil jetzt Sturm losgeht. Ich weiß es nicht. We will see. Ich sage jetzt erstmal tschüss, macht es gut. Bis zum nächsten Mal hier bei Against the Storm.